Hey na, was geht? Willkommen zurück hier zu Lies of Pinocchione. Es gibt ein paar Sachen, die ich auf meinen schlauen Zettel noch stehen habe. Und die würde ich gern erledigen. Angefangen mit dem einen Punkt. Wo wir den Hund getroffen haben. Den, wie heißt er? Hugo. Hugo. Und der meinte ja, er wird gucken, ob er die Tür irgendwie aufbekommt. Ich will mal gucken, ob er die Tür aufbekommen hat. Weil er hat ja gesagt, er hat Alidoro gefunden. Ich wollte gerade Karte anmachen. Ich habe wirklich auf den Knopf für Karte gedrückt. Das ist doof. Das halten wir uns mal offen. Dann habe ich mir notiert, hier steht Kapitel 9 Kiste. Oh shit, ich weiß wo. Hotel Krat? Hä? Da steht wir müssen, wir können nochmal mit Olle Benini quatschen? Mach mal kurz. You may not be aware, but I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. It was Batman? The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. Oh shit! I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. But this is our last shot, the last clue. If this doesn't break through the static, then nothing will. But the key to all this is Geppetto. He's really our only hope. And it's up to you to save him. Go on and take the wavelength decoder. Even if I failed, you might be able to find more clues. You're someone who doesn't give up. Who knows? If you need to hear it, just use the Stargazer. Here, take it. Noch was zu sagen? I always welcome friends. Okay. Carlo? I hope you can hear me. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists. My puppets and I are taking a stand against death itself. That's why I tried sending you messengers. But you got rid of them all. You're still an unstoppable fellow. I remember you. No reason for us to fight, I suppose. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm Romeo. We're the best friends.
Ey, das ist wirklich, wirklich Kacke alles. Okay, also wir sind Carlo. Angenommen, das ist die Nachricht, die uns nur erreichen kann und nur wir können das hören. So, warum sind wir hier? Hier haben wir im Livestream Halbmondsteine gefarmt. Und da ist aufgefallen, dass wir gar nicht da runtergegangen sind, wo die Kiste ist. Dort. Zugegeben, es sieht auch sehr unangenehm da unten aus. Wurde gestaggert. Jetzt alles mitnehmen. Hier wollen wir nie wieder hin. Sieht so aus, als ob es da reingeht, ne? Ja, Freunde. Ich sag mal so. Das hat sich gelohnt, hä? So, dann wollte ich diesen Fick-Clown da noch. diesen Arsch-Clown da noch weghauen. Das war hier, ne? Das war, wo es zum kahlen Sumpf ging. Schön konzentriert bleiben. Schaden gegen Puppen erhöht. Oh.
Wichser einfach. Ich kam, sah, ich trat ihn in die Fresse. Ich bin wirklich so ein Matrix-Typ manchmal, ne? Okay, das haben wir. Aber ich frag mich immer noch. Ich frag mich immer noch, wie man hinter die Tür bei dem Hund kommt. Weil das da was ist, sieht man ja. Na, da liegt ja irgendwas. Okay. Ich würde sagen, damit sind wir dann durch soweit und haben die losen Enden aufgedröselt. Hier oben war ja nur der eine Typ drin. Okay. Ja, im Sumpf haben wir auch beide Geschütztürme auseinandergehauen. Aber ist krass, überlegt mal. Jetzt haben wir erfahren, der Rätselkönig ist der Typ, der von Venicini, Alter, die Eltern gekillt hat und ihn zu Batman gemacht hat. Ich weiß momentan nicht, welche Waffe ich nutzen soll. Guck dir bitte an, was hier alles rumrennt. Wollt ihr mich verarschen? Das ist...
Bro, kannst du dich bitte verpissen? What the ever living fuck? So, nochmal Hans und Hans. Irgendwie juckt's mir in den Finger. So sagte Pistris 2. Ich, Adriana, zeichne dies für die Brüder und Schwestern auf. Reiset Pistris, der sogar Gott verschlingen wird. Hört her, meine Brüder und Schwestern, ich, Pistris, werde euch von uralten Geheimnissen erzählen. Ein Stern, der die Menschen voller Neugier betrachtete, gab vor, ein Mensch zu sein und wurde schließlich einer. Die Menschen sahen seine Pracht und nannten ihn einen Engel. Obwohl seine Form die gleiche war, war seine Substanz eine andere. Die unsterbliche Substanz, der ewig lebende Atem des Metalls. Genau aus diesem Grund wünschen sich die Menschen einen Engel. Der Engel teilte die Unsterblichkeit gerne mit den Menschen, aber dieser Segen war nicht für jeden bestimmt. By the way, Alter, wenn ihr mal richtig lustig drauf seid, googelt mal nach dem Aussehen. Oh. Nach dem Aussehen eines. Ich bin nicht mal in der Schadenszone drin, Alter. Eines biblisch korrekten Engels. Googelt das mal. Also wenn ihr das noch nicht kennt.
völlig übersehen. Die erinnern mich an Serious Sam, die Typen mit den Bombenhänden. Ich sitze ein bisschen anders als sonst, ne? Bisschen weiter drüben. Ich sehe es gerade, weil ihr gar nicht die Anzeige seht, wie kaputt meine Waffen sind. Also wir haben uns hier gerade durchgekämpft mit wirklich einer sehr kaputten Waffe. Hätte ich gewusst, dass das so eine große Mechanik von dem Game ist. Und das hatte ich schon vor ein paar Folgen überlegt, aber... Also vor ungefähr so 10 Folgen. Aber dann fand ich das irgendwie doof, wenn das in der Mitte des LPs kommt. Dann hätte ich die Anzeige irgendwie umgebaut. Ihr wisst ja, ne, bei Dark Souls hatten wir ja auch unsere Runenanzeige um rechts. Hier bei dem Game ist es ja zum Glück standardmäßig da oben. Aber dann hätte ich da die wie kaputt ist unsere Waffe Anzeige gemacht. Ich überlege halt, wie lange das Game noch gehen wird. Ich überlege, ob ich das irgendwie in der nächsten Folge da noch irgendwie hinbastel. Ist zwar dann ein bisschen so auf den letzten Metern gefühlt, aber ey. Du hast sowohl eine Macke. Du hast sowohl eine absolute Macke. Jetzt meine Frage: Wie viele von den Gegnern, die wir jetzt gekillt haben, kommen wieder, wenn wir an den Stargazer gehen? Ich hoffe wirklich nur die Kleinen, ne? Ja, sieht safe aus. Hey, Bro. Wirklich so eine Lowbird-Gegner, ne? Okay. Der Weg hier hoch ist schon mal ganz okay. Apropos ganz okay, ey. Wir sind hier die ganze Zeit mit Puppendingen drin. Kämpfen aber gegen Kadaver.
Oh. Ever living fuck. Ich mag das total, wenn die sich nicht drehen müssen. Abzeichen eines hochstufigen Alchemisten. Das bekommen wir von so einem Typen? Fucking Stargazer. The hell yeah, will ich den benutzen. Aber ey. Ach nee. Ich wollte gerade sagen, das Gebiet davor, das ist ja perfekt, um zu leveln. Aber die Gegner kommen ja gar nicht mehr. Ja, aber guckt euch das mal an, ne? Wenn ich jetzt einen Punkt auf Technik mache. Ja. Von 106 plus 53 auf 106 plus 54. Das ist quasi nix. Und selbst hier bei den Resistenzen, ein Punkt. Ja, also was das meiste bringt, wäre Leben. Da gibt's auch nur 10 Punkte drauf, das ist auch ein Witz. Ausdauer würde 2 Punkte bringen. Aber ihr wisst, ich muss jetzt Technik auf 40 machen, ansonsten drehe ich durch. Als nächstes nehme ich Ausdauer, definitiv. Alright, Freunde, ey. So viel neue Informationen. Der Rätselkönig ist die Puppe, weswegen es überhaupt das Puppengesetz gibt. Weil er die Eltern von Venicini getötet hat. Geppetto hat den Puppenwahn anscheinend ausgelöst. Wir sind Carlo. Ja. Der Puppenkönig war unser damaliger Freund. Wir haben ja mitbekommen, schon damals gelesen gehabt irgendwo, dass der mit Carlo rumgehangen hat. Aber warum sind wir so, wie wir sind? Das verstehe ich immer noch nicht. Freunde, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar, wenn euch das Ganze gefallen hat. Mir hat es sehr gefallen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, du auch. Wenn ja, dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge schon. Bis dahin, mach's gut. Bye bye.